Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele Ball, heute unterwegs in der Maschinenfabrik. Ich muss noch was aufklären. Sebastian Plate war mein Gast in Düsseldorf an der Loro-Lorenz-Schule. Der hat 2 oder 3 Bundesligaspiele gemacht für Borussia Mönchengladbach, weil viele gerätselt haben. Sebastian Plate, netter Kerl. So, ich habe gleich da eine Lesung. Es ist 7:45, Einlass 19.30 Uhr. Eine Person steht schon mal da. Heute Nachmittag war hier eine Kinderlesung. Das war wirklich großartig, nett. Waren nicht so wahnsinnig viele, aber gutes Publikum. Und das ist eigentlich meine Umgebung, finde ich. Graffiti, Basketballkörbe. Jo, da gehöre ich hin. Ich habe gerade gesehen, streckenweise, Portugal 3-0 gegen die Türkei. Und da draußen gerade auf dem Ring gab es schon ein kleines Freudenfest der Portugiesen mit großen Fahnen. War noch nicht ganz zu Ende, aber die haben schon angefangen zu feiern. Ich glaube mit Recht. Mehr von Herz, Seele, Ball nach dem Abend. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, hallo Freunde, Lesung vorbei. Ich bin schon wieder in meinem wunderbaren Hotelzimmer, das auf den Namen Reykjavik hört. Ach, ist das romantisch, so ein Einzelzimmer, so ein Einzelbett. Naja, war nett in Heilbronn. Schöne Lesung gehabt in der Maschinenfabrik. Ich habe es erzählt, auf dem Weg zur Maschinenfabrik, da haben die Portugiesen schon gefeiert. Übrigens, da drüben, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ein hochherrschaftliches Haus. So sah eine Poststation früher aus. Das kann man nicht erkennen, glaube ich. Da haben die Portugiesen schon gefeiert, haben dann die Türkei auch 3-0 geschlagen. Und jetzt gerade wollte ich schnell zurück, um die Belgier noch zu sehen. Die haben das auch sehr souverän gemacht. 2-0 gewonnen gegen Rumänien. Spannende Gruppe. 4 Mannschaften mit 3 Punkten. Die Europameisterschaft nimmt Fahrt auf. Wir kommen in die entscheidenden Phasen. Nur die Polen, die müssen schon nach Hause. Alle anderen machen sich noch Hoffnung. Auch im Zweifel auf den EM-Titel. Manch einer träumt ja auch davon, nachts, dass er ein Tor schießt, ja. Und da bitte, passt auf, dass die Partnerin, ach, schaut euch das kleine Video an. So sollte es nicht sein. Lustig, die arme Frau. Aber er hat ein Traumtor gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Traumtor. So, und dann wundere ich mich manchmal über die Presse. Schaut euch das an hier. Tobi hat mir das geschickt. Ein TV-Tipp, was da alles drinsteht. Ich blicke da überhaupt nicht durch. Und das Tollste ist dann, dass auch der erste FC Kaiserslautern irgendwie als EM-Teilnehmer da geführt wird. Also da verstehe ich die Welt überhaupt nicht mehr. Also was macht die Presse da? Verrückt. Ja, aber was soll's. So, ich schaue noch ein bisschen fern, wenn ihr erlaubt. Ja, erlaubt ihr. Und ich bin immer begeistert. Das ist mein Lieblingsteam. Kramer und Peer. Und Katrin Müller-Hohenstein hat eine neue Frisur. Naja, und die Expertin hat gerade gesagt, und dafür sind ja Experten da, der Knoten ist geplatzt. Einmal im Leben wäre ich auch gerne Experte, um sowas sagen zu können. So, dann spielen wir gegen die Schweiz. Das wird auch lustig. Freue ich mich drauf. Und ich mache dann morgen früh die Rückreise hier aus meinem kleinen Reykjavik-Zimmer. Ach, ist das romantisch. Schaut euch das an. Ach, da guckt man dann gar nicht mehr auf den Fernsehschirm. Man schaut nur noch auf das einsame Häuschen in Island. Ja, was ich alles erleben darf. Aber Lesung war klasse. Ich mache es kurz auch heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und verabschiede mich mit einem wichtigen Hinweis. Morgen gibt's wieder Herz, Seele, Ball. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.